Hey Trainer und Hydrobi-Freunde, heute zeige ich euch einzigartige Typkombinationen aus der aktuellen Pokémon-Welt. Viel Spaß! Das erste Pokémon in unserer Liste ist Alola Raichu mit der Typkombination von Elektro-Psycho. Gefolgt von Alola Vulnona mit seiner einzigartigen Typkombination Eis und Fee. Mekago ist das einzige Pokémon mit der Zusammensetzung von Feuer und Gestein. Achtung, in Deckung Leute, jetzt kommt Despota mit seiner einzigartigen Typkombination von Gestein und Unlicht. Wer hier ins Innere von diesem Pokémon reinschaut, verliert mal ganz schnell seine Seele. So lautet der Pokédex-Eintrag. Aber mein Eintrag lautet Käfer und Geist und das ist nur Ninja Tom. Die Wettervorhersage für heute lautet bewölkt und das mit Altaria, aber nur in seiner Mega-Entwicklung und zwar Drache und Fee. Wir kommen zur Landschildkröte Shellterra und als einziger hat dieses die Typkombination von Pflanze und Boden. Und wir kommen zu Impoleon, ein Wasser- und Stahl-Pokémon und das einzige mit der Kombination. Aber nicht zweideutig denken Leute bei Impoleon, denn dann seid ihr hiermit herzlich disqualifiziert. Bidifas, ein Pokémon, was ich absolut nicht ausstehen kann, aber trotzdem hat es sich wegen seiner einzigartigen Typkombination hier einen Platz verdient, nämlich Normal und Wasser. Nur weibliche Schnäppke können sich zu Frostetje weiterentwickeln und Frostetje ist das einzige mit der Kombination von Eis und Geist. Rotom ist ein Meister, wenn es darum geht, einzigartige Typkombinationen zu besitzen. Warum? Na, weil es viele Formen hat. Die Normalform von Rotom besitzt Elektro und Geist. Die Hitzeform von Rotom besitzt Elektro-Feuer. Die Frostform besitzt als einziger Elektro und Eis. Und zu guter Letzt die Schneidform als einziger Elektro und Pflanze. Auf zum Drachensteg, denn da wartet Dialga mit seiner einzigartigen Kombination von Stahl und Drache. Es wird heiß Leute, denn Heatran hat ebenfalls eine einzigartige Kombination von Feuer und Stahl. Der Anführer vom Dimensionstrio, hier ist Giratina mit Geist und Drache. Ein Ritter der Redlichkeit, hier ist Terrakium mit einer einzigartigen Kombination, hier ist Gestein und Kampf. Ohne Einfluss durch getragene Items ist Boreus das einzige Pokémon mit der Kombination von Flug und, ja nur Flug. Mir ist früher noch nie aufgefallen, dass Boreus das einzige Pokémon ist, was nur den Typen Flug hat, wow. Kyurem ist das einzige Pokémon, was Drache und Eis gleichzeitig besitzt. Das verträgt dich mal gar nicht, aber genau das macht es so cool. So, das war der erste Teil. Es folgen noch weitere Teile, denn es gibt noch viele, viele mehr. Aber jetzt kommen wir zu den Gewinnern des Gewinnspiels zusammen mit Nintendo. Und der erste von den zwei Gewinnern ist dieses Bild. Glückwunsch an Clara mit deinen zwei Lieblingen im Bild. Du hast dir Let's Go Pikachu gewünscht und das kriegst du auch. Alles weitere klären wir, wenn du folgende E-Mail-Adresse anschreibst. Somit ist die Auswahl für die zwei Spiele vorbei und es geht jetzt nur noch um den Pokéball Plus. Und folgendes Bild hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an MC Asbach. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Unter folgender E-Mail-Adresse können mich jetzt die zwei Gewinner anschreiben mit Anschrift und mit Adresse. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis ihr eure Gewinne erhaltet. Dann würde ich sagen, bleibt sicher Leute, werft den Ball nicht zu weit. Euer Tenmaru. Ciao.